bin Sarah. Bitte hol Hannah ab, hol Hannah ab. Das ist meine Tochter. Berliner Straße 34, bitte beeil dich. Sarah? KF, bitte kommen. KF braucht Verstärkung. Sarah? Das war Sarah. Die war total panisch. Ich soll ihre Kleine in der Berliner Straße abholen. Wer ist Sarah? Eine Ex-Freundin von mir. Wir waren vor 6, 7 Jahren mal zusammen. Auch nur für 2, 3 Monate. Wenn es eine Ex-Freundin von dir ist, könnte es auch ein schlechter Scherz sein. Ich meine, die meisten Ex-Freundinnen von dir sind nicht gut, auf dich zu sprechen. Robert, das ist nicht witzig. Nein, das ist echt nicht. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Gerrit, fahr du doch jetzt mit Robert zur Berliner Straße. Wir kümmern uns dann um den Rest. Hast du die Handynummer? Ja. Okay. Ach ja. Sie war Krankenschwester, als wir uns zuletzt gesehen haben. Vielleicht hilft das irgendwie weiter. Gut, wo fangen wir an? Ich lasse das Handy ordnen. Du kannst ja mal die Krankenhäuser durchtelefonieren. Vielleicht arbeitet sie ja noch irgendwo da. Sind wir nicht zu spät. Ich schau mal, dass ich den Hausmeister erreichen kann. Wir brauchen den Schlüssel. Gerrit, warte mal. Riechst du das? Was? Gas. Ich hab den Ofen angelassen. Ich riech nichts. Geh mal weg da. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Geht dann auf meine Kappe. Kommst du? Also, wenn das die Entschuldigung für den blöden Spruch vom Freund war, dann angenommen. Die Kleine ist nicht hier. Hier hat jemand was gesucht. Sind das die beiden? Zeig mal. Sarah ist eine Hübsche. Sie war auch eine klasse Frau. Was ist damals schiefgelaufen? Keine Ahnung. Wir haben uns verabredet. Ich wollte sie abholen und sie war ausgezogen. Du wolltest nie wissen, was passiert ist oder wo sie ist? Ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe. Ich wollte mich halt nicht mehr sehen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt mache. Wehe, du erzählst irgendeinem, dass ich das noch habe. Ja. Du hast das die ganzen Jahre nicht gelöscht? Kann ich Ihnen helfen? Sieh dich schon mal in den anderen Zimmern um. Da findest du was. Die kommen jetzt erstmal mit auf die Wache, dann schauen wir weiter. Wir sind Kollegen. Wow, 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 wow. Waffe weg, sofort an die Wand. Ich fass jetzt ganz langsam in meine Hosentasche. Ja? Patrick, die Waffe runter. Er ist neu bei uns. Das sind die Kollegen von der Kripo. Wir haben einen Anruf bekommen, dass hier eingebrochen wurde. Von wem? Von einer Monika Lehmann, direkt über den Flur. Die Nachbarin? Ja. Na gut, also, wo ihr schon mal hier seid, sieht zu, dass keiner in die Wohnung kommt, ja, bis die Spurensicherung da ist.
Ich spreche mit der Nachbarin. Ja. Und die Kollegen von der Spurensicherung. Erkennst du in ihren weißen Anzügen? Tut mir leid, Mann. Wer ist da? Ritter und Grass von der Kripo. Halten Sie den Ausweis an den Spion. Sind Sie wirklich Gerrit Grass? Live und in Farbe. Entschuldigen Sie, wenn ich etwas misstrauisch bin, aber Frau Steiner hat mich vor etwa einer Stunde angerufen. Ich soll Ihre Tochter wirklich nur Ihnen übergeben. Sie wissen, wo sie ist. Hanna, Süße, komm mal hier. Hallo. Hallo. Bist du Mamas Polizist? Ja, da bin ich. Mein Name ist Gerrit. Weißt du, wo deine Mama ist? Mama hat heute früh angerufen und hat gesagt, dass sie zu Monika gehen soll. Wo ist denn Mama? Die hilft uns. Weißt du, manchmal braucht selbst die Polizei Hilfe. Und dann fragen wir mal deine Mutter. Holst du mir deine Sachen? Was ist mit Frau Stein wirklich? Das wissen wir noch nicht. Aber es wäre gut, wenn Sie unseren Kollegen im KF ein paar Fragen beantworten könnten. Es gibt eine Planänderung. Bringt die Frau Lehmann bitte ins KF. Ja, klar. Und was wird jetzt mit der Hanna? Ich kann die Kleine doch nicht einfach allein lassen. Wir kümmern uns um sie. Ja, natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, als Frau Stein mich angerufen hat. Und ich war auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Wieso? Ja, weil wir haben eigentlich nie viel miteinander zu tun gehabt. Also wir haben uns schon gegrüßt und so, aber die haben sich immer sehr zurückgehalten. Haben Sie eigentlich auch gesehen, wer in die Wohnung eingebrochen ist? Nein, tut mir leid. Ich habe erst gehört, dass Ihre Kollegen die Tür aufgebrochen haben. War Frau Stein in letzter Zeit denn irgendwie anders? Oder ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Oder doch? Vor ein paar Wochen, da hat so ein Betrunkener vor unserem Haus randaliert. Der hat immer wieder den Namen von Frau Stein gebrüllt. Ja, und wie hat sie reagiert? Die hat einfach gar nicht reagiert. Ich habe dann irgendwann die Polizei gerufen. Und die haben sich dann um den gekümmert. Ja, gut, okay. Das war's fürs Erste. Sollte Ihnen noch irgendwas einfallen, dann melden Sie sich bitte bei uns, ja? Max, kannst du die Dame bitte rausbringen? Wiedersehen. Wiedersehen. Und? Was hältst du von der? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die verschweckt uns was. Hm. Warte mal. Ja, Alex hier. Könnt ihr bitte mal versuchen, alles Mögliche über eine Monika Lehmann rauszukriegen? Ja, alles, was ihr findet. Die wohnt in der Berliner Straße 34. Danke, tschüss. Vielleicht bringt's ja was. Um 7 geht Mama in die Arbeit und um 7:30 kommt Britta. Wer ist denn Britta? Meine Kindergärtnerin, die wohnt gleich um die Ecke. Dann bist du ja jeden Tag eine halbe Stunde allein. Mama kann sich auf dich verlassen. Wo Mama angerufen hat, bin ich sofort zu Monika gegangen. Das ist ein gutes Mädchen. Die Fahndung nach der Mutter ist raus. Ihr Bild ist an alle Streifen gegangen. Mhm. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich meine, das mit Gerrit ist doch schon lange vorbei. Warum hat die Mutter sich bei ihm gemeldet? Ich meine, die 110 hätte es doch auch getan. Männer und Mathematik. Michael, jetzt rechne doch mal zurück. Die Kleine ist 5 Jahre alt. Gerrit hatte mit der Mutter was vor 6 Jahren. 9 Monate, klingelt's da irgendwie? Nee, komm. Ja, wie? Ja, komm, passt doch. Oder glaubst du, die haben nur Händchen gehalten? Das mit Sicherheit nicht, aber... Ich meine, die Mutter hätte Gerrit doch Bescheid gesagt, wenn es so wäre, oder nicht? Vielleicht war er einfach nicht der Richtige. Ich glaub's zwar nicht, aber ich rufe ihn sicherheitshalber mal an. Der ist bestimmt schon selbst drauf gekommen. Also, Männer haben vielleicht keine Ahnung von Mathematik, aber Frauen haben überhaupt keine Ahnung von Männern. Nee. Ehrlich gesagt habe ich nicht daran gedacht.
Bis später. Was ist denn los? Gibt's Neuigkeiten von Sarah? Ja. Alex meinte gerade, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Kleine von mir ist. So. Ja, also eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da. Als man dir das Baby damals vor die Tür gelegt hat, da war auch eine gewisse Ähnlichkeit da, weißt du das noch? Ich wollte es erst gar nicht wahrhaben. Unter anderem. Dann war es schön. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Als sich dann herausgestellt hat, dass ich gar nicht der Vater bin, da war das scheiße. Richtig scheiße.